Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Weekend-Game. Nachdem Dust in Illusion Tale beendet ist, habe ich mich dazu entschlossen, ein neues Weekend-Game zu machen. Kein Wunder-Game, sondern das spielen wir hier tatsächlich jetzt durch. Aber ich habe gar keine Ahnung von diesem Spiel. Es nennt sich The Path und ich habe es noch nie gespielt. Es ist quasi eine Interpretations-Indie, was weiß ich was, Geschichte von über Rotkäppchen, also davon inspiriert sozusagen. Und das Spiel wurde entwickelt von Tale of Tales oder so nennen die sich, glaube ich. Das sind zwei Leute aus Belgien und die haben das Spiel im Jahr 2009 halt erscheinen lassen und entwickelt, sind auch sogleich die Publisher halt. Also es sind wirklich nur zwei Leute irgendwie, die das gemacht haben. Und ich weiß aber sonst auch gar nichts von diesem Spiel. Wir werden uns also überraschen lassen. Und wir können jetzt hier von diesen, wie viele sind das eigentlich? Sechs Mädchen. Und zwar haben wir hier einmal Ginger, Rose, Scarlet, Ruby und Robin und Carmen. Und ich habe es halt echt nur mal angespielt und es war total strange irgendwie. Das Spiel ist schon ein bisschen, gilt als Adventure-Spiel, ist aber, glaube ich, echt so ein Psychokram. Keine Ahnung, wir gucken es uns einfach mal an. Und wir können jetzt halt zusammen, oder sagen wir mal, ihr dürft wählen, wen wir denn immer so als nächstes nehmen. So ein bisschen à la The Walking Dead, wo ihr auch wählen konntet bei dem DLC zum Beispiel. Und das machen wir jetzt auch, nur dass ich halt diesmal dann quasi anfange mit einer Person und dann schauen wir uns mal an, wie das so läuft. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach mal Lust hier auf die Ruby und mit der fangen wir jetzt einfach mal an. Tale of Tales Presents. Ich kann mit Gamepad spielen, ich kann aber auch mit Tastatur spielen. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich besser finde. Wir fahren durch den Wald, durch den Wald. Lalalala. The Path. So, da haben wir sie. Und jetzt kommt hier eine Ansage. Go to Grandmother's house. Dann machen wir das einfach mal. And stay on the path. Okay. Also wir sollen auf dem Weg bleiben, aber gehst du jetzt auch mal? Reagierst du? Hallo. Mir fällt hier gerade alles runter. Ich habe nur geguckt, ob mein Kabel drin ist. Wieso geht das nicht? Guck mal, ich kann gar nicht interagieren. Warum nicht? Ich gehe mal in die Einstellungen eben. Das ist komisch. Eigentlich kann ich über das Gamepad spielen. Ja, da ist er doch. Da ist doch mein Controller. Und geht es jetzt? Das will nicht gehen. Nehme ich halt die Tastatur. Ist mir zu. Boah, das ganze Kabelgedöns hier. So. Guck mal, dann geht sie auch. Und da ich das schon mal ein bisschen angespielt habe, weiß ich, dass... Ach, wir machen das einfach mal, ne? Ich soll nicht vom Weg runtergehen und ich mache es jetzt einfach so, wie es gesagt wird. Man bleibt hier auf dem Weg. Ich weiß auch gar nicht, was mit ihrem Bein los ist. Ja. Wir können auch laufen. Wir laufen und laufen auf dem Weg. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Da ist eine Krähe. Okay. Dann ändert sich die Sicht sozusagen immer. Wenn ich stehen bleibe, kann ich dann auch... Nee, ich muss mit den Pfeiltasten hier arbeiten. Oh, das ist so richtig alte Oldschool-Steuerung.
Und warum ändert sich die Musik und warum kommt jetzt hier... Ach, guck mal, da vorne ist so ein Schild. Da laufen wir mal hin. Ich weiß halt, was passiert. Aber, ja, wir können uns das Schild ja mal angucken. Hallo? Hm? Was, da ist eine Schaukel, eine Wippe oder... Ich weiß auch nicht. Ist mega langsam. Also mal ganz davon ab, dass ich in zu hoher Auflösung das Spiel mache. Aber dann, das Programm von der Facecam ist halt so, da muss ich die Auflösung hochmachen, sonst nimmt er die nicht auf. Aber was ist jetzt hier? Ist jetzt hier der Wolf, weil hier die Tasten. Wo bist du, du böser Wolf? Ja, ist ein bisschen Psycho alles. Hier ist ein... Sollen wir den Wolf suchen oder nicht? Also, wir gehen einfach mal in das Haus. Machen die Tür auf. Sind auf dem Weg geblieben. Eigentlich so, wie es die Ansage war, aber... Ich mach grad nichts, sie läuft gerade alleine. Ja, das war's mit The Past. Nein, Quatsch. Jetzt kommen wir hier in das Haus rein. Ich entschuldige mich übrigens für dieses Surren im Hintergrund. Das liegt an meinem neuen Mikrofon und an dem dazugehörigen Interface. Jetzt kann ich hier lang gehen, aber auch irgendwie nicht. Ich kann mich hier drehen. Ich sehe aber kaum was. Es ist mega kruschelig, das Bild. Was passiert hier? Ach, jetzt gehe ich die Treppe rauf. Ja, dann lauf mal weiter. Das ist super. Die Steuerung ist echt komisch. Da kippt ein Geisterstuhl. Irgendwie benutze ich auch immer nur so zeitweise die Vorderlauftaste gerade. Und der Rest macht sie irgendwie alleine. Also ich kann mich irgendwie gar nicht nach links und rechts drehen. Ich kann jetzt nur gerade immer... nach vorne laufen. Hört ihr wahrscheinlich auch. Ja, dann geh mal darauf zu. Ein bisschen schneller. Das ist voll unheimlich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Boah, jetzt geht auch noch die Tür da von alleine auf. Ich kapiere das irgendwie nicht. Da ist der Wolf und da ist die Großmutter. Vergessen, den Timer anzumachen. Egal. Jetzt legt sie sich da zu der Großmutter und die ist tot, oder was? So, das war Ende des Kapitels 1. Gesammelte Dinge 0 von 13. Ich hätte es euch natürlich gleich sagen können, aber ich wollte nicht spoilern. Wenn man direkt auf dem Weg bleibt, ins Haus geht, passiert das. Dann haben wir nichts gesammelt. Dann haben wir keine Räume aufgeschlossen und wenig Meter zurückgelegt. Wir sind auch nicht dem Wolf begegnet und haben total abgefailt. So, jetzt weißt du, wo deine Großmutter wohnt. Jetzt kannst du auch nach Hause gehen. Super. So, jetzt nehmen wir das Mädel nochmal und gehen aber abseits der Pfade. Das machen wir mal. Komm. So, Ruby. Ruby, auf ein neues jetzt. Tale of Tales presents. Warte
mal ganz blass, im Hintergrund sieht man aber eher so eine Großstadt oder so. So, seh mal zu jetzt hier, Mädel. Wir müssen dem Wolf begegnen, wir müssen irgendwelche Sachen einsammeln, wir sollen loslegen. Dann tun wir das doch mal. Ja, so, da sind wir wieder. Ich laufe schon. Nein, ich laufe. Laufen, laufen, laufen. So, wir gehen laufen in den Wald hinein. Und das wird super. Ich bleibe nicht auf dem Weg. Ich bin ein ganz böses Mädchen. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwelche Sachen finden zum Einsammeln. Warum wird mein Gamepad denn angezeigt? Dann muss man es auch benutzen können. Vor allem, ich hatte das auch schon mal benutzt und dann ging das. Jetzt geht das nicht mehr. Das ist voll komisch. Verstehe ich nicht. Ja. So. Dann Tastatur. Die klackert halt immer so, ne? Und das hört man jetzt mit dem neuen Mikro erst recht an. Das Geklacker und das Tastaturgetippel. Da wird mir auch immer so eine Tatze angezeigt. Dann denke ich immer, ist hier irgendwie jetzt der Wolf in der Nähe oder so? Oder. Und vor allem, ist es gut? Also soll man nicht vor dem eher fliehen? Nicht, dass der uns noch was tut oder so? Vielleicht müssen wir auch vor dem weglaufen. Es ist halt auf jeden Fall alles. Jetzt kommt hier auch noch so komisch Blut und. Ach, da ist doch was. Guck mal, da gehen wir hin. Gucken mal, was das. Da ist eine Frau. So, jetzt sammelt sie das ein. Eins von 144. Hey, Frau. Warte auf mich. Ich laufe dir hinterher. Da ist sie. Hallo. Als ich es angespielt habe, bin ich dir auch schon begegnet, aber mehr ist dann auch nicht passiert. Sie klatscht irgendwie in die Hände. Was haben wir hier? Lacht sie oder so? Oh, das ist dein Korb. Ah, alle Erinnerungen, die du im Wald sammelst, werden in deinem Korb aufbewahrt. Ich mag meine Art von Musik am liebsten ins Schwarze eingeritzt. Mhm. Das ist ja. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier mit Leertaste das Ding angucken. Das ist für Großmutter. Hoffentlich bekomme ich auch ein Schlückchen Wein. Ich nehme an, das ist für die alte Dame. Und hier müsste jetzt eigentlich das kommen, was wir gerade eben schon hatten. Kannst du das nicht mal an? Ich mag meine Musik, ja, ja. Besonders schwarze Geritze und was weiß ich nicht was. Gut. Da haben wir wieder so ein Ding. Zwei von 1548 Dingern, die wir einsammeln sollen. Was sind das? Blumen? Das sind Blumen, ne? Wir pflücken Blumen. Vielleicht sollen wir ja so viele Blumen für die Oma sammeln. Das wird jetzt unsere Hauptaufgabe sein, weil da hinten sehe ich schon wieder einen. Hier in Einkaufsbahn. Geht sie gerne shoppen? Hier, sammelt ihn ein. Kratzt sie sich am Kopf. Willst du ihn nicht nehmen? Der steht doch hier so. Ich soll doch Sachen einsammeln. Enter. Ich glaube, sie will den Einkaufskorb nicht. Einkaufen ist nicht so Rubys Ding anscheinend. Da bin ich, da, das hatte ich schon. Ich laufe hier voll gegen die Bäume. Die Sicht ist aber auch echt blöd. Nur wenn man zu Fuß geht. Zu Fuß geht. Langsam geht. Nicht läuft, dann verändert sich die Kamera. Das ist ein bisschen doof. Hier ist da nicht was um die Ecke? Da ist doch was.
das Messer. Oh, ein Messer. Ein Messer! Schneide mir die Adern auf und lasse mich bluten. Ein Tal oder ein Ozean verlangen oder Bedürfnis. Ja, nimm das Messer, du Psycho-Gothic-Tussi, und schneid dir die Pulsadern auf. Keine Ahnung. Darüber macht man natürlich keine Scherze, ist mir klar. Ich glaube, ihr wisst auch, dass ich das nicht ernst meine. Jetzt wisst ihr es jedenfalls. Aber was ist denn das, ey? Was sind denn das für Sprüche? Ich meine, die sehen ja auch alle so komisch aus. Die gucken auch alle so und... Vielleicht finden wir ja noch mehr Zeug. Keine Ahnung. Man kann sich hier auch echt schnell verlaufen. Das Blutige auf dem Bildschirm irritiert mich auch immer. Da wird es irgendwie hell. Laufen wir doch da einfach mal hin. Bin ja echt gespannt, was ist, wenn wir dem Wolf begegnen. Was ist denn das da Cooles hinten? Vielleicht kann man da ja auch gar nicht hinlaufen. Ach so, ich glaube, ihr Herz hat geklopft, weil ich so viel renne. Das ist, was ich tolles Wetter nenne. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind Regen und Donner. Geht sie schwimmen? Ja, Regen und Donner. Sie mag Nebel oder was? Hä? Ach so, sie läuft jetzt auch gar nicht. Ist hier was bei diesem Teich oder so? Nee, auch nicht. Gut, Ruby mag Nebel und Messer und Adern aufschneiden. Das ist deine Spur. Jetzt weißt du, wo du im Wald gewesen bist. Alle 100 Meter, die du ablegst, wird deine Spur kurz aufgezeigt. Oh, okay. Das ist dann das Rote, ne? Nehme ich mal an. Aber ich will da hinten auf jeden Fall hinrennen, weil da sind ja noch mehr so eine Bling-Bling-Dinge. Ja, das kriegen wir hin. Vor allem, wir sollen da ja noch mehr einsammeln, dann machen wir das mal. Das ist schon ein bisschen strange, das Spiel. Ist auch so ein bisschen... Läufst du jetzt wieder? Sie läuft... Doch, jetzt läuft sie endlich wieder. Sehr gut. So, und hier war doch jetzt so ein Ding. Ja, nimm das. Das ist voll komisch, manchmal... Jetzt nimm... Manchmal verschwinden die immer so kurz vor der Nase, sodass man dann denkt, man ist doch falsch gelaufen. Aber viel sind das ja noch nicht gerade. Und es ist merkwürdig. Es ist so ein bisschen so, kann ich mir vorstellen, dass die Mädels irgendwie so, als würden die so ihre Erinnerungen einsammeln oder so. So kommt es mir fast vor. So, man findet irgendwelche Objekte hier im Wald und zu diesen Sachen hat sie dann was zu sagen. Da ist noch so einer. Und da vorne liegt auch wieder was. Ach nee, das ist nur ein Stock oder so. Ach, wie blöd. Och. Da hinten blinkt's, da blinkt's auch. Dann laufen wir mal dahin, da waren wir auch noch nicht. Bisschen tiefer wieder im Wald. Wo ist es jetzt? Oh, ein Spinnennetz. Ein Spinnennetz, ein Spinnennetz.
Kann sie das nicht nehmen? Das interessiert sie irgendwie gar nicht. Schade. Sie geht sogar einfach durch. Das ist ja auch ungewöhnlich. So, manchmal reagiert das Spiel so auf Enter, dann eher wieder so auf Leertaste. Das ist schon ein bisschen... Hä? Man hätte natürlich auch ein Wundergame draus machen können, aber ich wollte es auch einfach wissen, ne? Ich wollte das jetzt irgendwie nicht nur 30 Minuten spielen. Angespielt hatte ich das schon so ein bisschen, aber ich wollte jetzt auch irgendwie wissen, was dahinter steckt. Nimmst jetzt deine Blume mal. Da ist die Frau wieder. Oder das Mädchen, oder... Hallo. Die begegnen sich irgendwie immer, aber es passiert dann auch nichts, ne? Jetzt rede mal mit ihr. Hallo. Kannst du ihr vielleicht was geben? Kann man nichts machen, ne? Unterhalten die sich jetzt über die Musik und dass sie die mag, oder? Ha, ha, ha. Sie bleibt ja stehen. Jetzt haben die sich kurz Hallo gesagt im Wald. Oder so. Mhm. Gut, dann gehen wir wieder so Richtung Spinnweben. Ist auch ein interessanter Baum. Der sieht ganz anders aus. Oh, das war doch jetzt ein Gesicht von einer ihrer Schwestern, oder? Oder war das die Frau, die hier rumläuft? Oh, ich kann das gar nicht unterscheiden. Ach, Ruby, was machen wir hier mit dir im Wald? Wenn das jetzt mit den anderen auch so immer sich hinzieht, dann habt ihr jedes Wochenende schön Waldlauferei zu sehen. Auf jeden Fall. Ich will aber alles eingesammelt haben. Oh, jetzt kommt wieder Herzklopfen, zu viel gerannt. Ja, aber wenn man nicht läuft, dann läuft man ja, also dann geht man hier ja auch ewig durch den Wald. Ein bisschen rennen muss man echt mal zwischendurch. Ich verliere auch schon wieder total die Orientierung, macht aber nichts, weil ich meine, bei 144 Blumen, da kann man auch mal kreuz und quer laufen. Ein Kürbis ist gerade oben am Bildschirmrand. Also mich irritieren in dem Spiel immer so die Sachen, die hier aufblinken. Und das ist die Spur, die mir hier angezeigt wird, ne? Ja. Mhm. Bräuchte mal irgendwas, was ich wieder mal, woran ich mich orientieren kann. Hier habe ich den Wolf wieder, diese Tatze entdeckt. Vielleicht ist das ja immer so ein Zeichen für die Spur. Also das würde ich mir jetzt eigentlich so denken. Immer wenn diese Tatze erscheint, dass man irgendwie dem Wolf sich nähert. Wäre cool. Obwohl ich auch ein bisschen Angst vor dem habe, vor allem in so einem Spiel hier. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Da ist wieder eine Blume. Seht ihr? Dann sind wir wieder an einem Ort, wo wir noch nicht waren. Das ist gut. Und da ist auch wieder irgendwas. So, und was haben wir hier? Was ist das Komisches? Was ist das? Ein Ölopfer. Weniger das Leiden. Ein Ölopfer weniger das Leiden muss. Hätte ich bloß so viel Glück. Hätte ich bloß so viel Glück? Was ist denn das hier? Ganz ehrlich. Und je mehr wir finden, desto öfter kommt sie. Das ist ja schon ein bisschen wirklich... Versteckst du dich hinter dem Baum? Ich habe dich schon gesehen. Hahaha, mein Name ist Ruby. Und wer bist du? Ich bin das Geistermädchen. Hihihi. Die unterhalten sich auch gerade. Ich kann gar nichts machen, merke ich gerade. Okay. Hallo. Hallo, ich bin Ruby. Möchtest du mit Messer spielen? Schade, dass ich nicht als Ölopfer draufgegangen bin.
Gut, darf ich dann? Haben wir es dann? Ja, gut. Ich laufe jetzt einfach an dir vorbei. Du musst dir, glaube ich, jemand anderen zum Spielen jetzt suchen. Ich spiele nicht mit Geistern. Geister sind gruselig. Aber ich mag nebeliges Wetter. Jetzt fehlt nur noch Donner und Blitz und richtig heftig Regen. Ich glaube, sie zeigt aber auch immer so ein bisschen an, wo man hinrennen könnte. Jetzt ist sie nämlich beim Auto und da waren wir noch nicht. Cool, ein Auto. Maschinen und Freunde. Rostfallhell schalten, ich weiß nicht. Schalten Sie ein. Schalte Sie aus. Leben und Tod. Gibt's da glücklich einen, wirklich einen so großen Unterschied? Ach, Maschinen und Freunde. Schalte Sie ein, schalte Sie aus. Leben und Tod. Gibt's da wirklich einen so großen Unterschied? Was passiert jetzt hier? Jetzt läuft sie mit dem Geistermädchen weg und ha ha ha! Ja! Ist das jetzt das gute Ende? Habe ich jetzt irgendwie das Gute gemacht? Oder? Oh, das Geistermädchen hat Ruby lieb. Ich glaube, Ruby muss nicht als Ölopfer dienen. Vielleicht waren wir jetzt auf der anderen Seite des Waldes und müssen jetzt auf die andere Seite oder so. Jetzt steht sie da. Sie hat uns ja hier hingebracht, ne? Dann gehen wir mal zum Lilanen. Aber dann ist das Spiel doch vorbei. Das wäre doch voll... Also sie bringt uns jetzt wieder irgendwie zum Anfang, oder? Mädel! Ja, jetzt steht sie da hinter einem Baum. Was soll ich machen? Ich habe ein bisschen Schiss, jetzt einfach hier zum Haus zu gehen. Dann ist es doch vorbei wieder, oder, das Spiel? Da leuchtet aber irgendwas grün. Wenn ich in den dunklen Wald reinrenne, ist das schlimm? Können wir das einfach mal machen? Können wir das nicht einfach machen? Oh, sie rennt sogar mit. Da ist doch jetzt was, da leuchtet voll was. Was ist das? Oh. Und da hinten links habe ich auch was gesehen. Da, ganz viele von diesen Blumen. Die ich ja sonst auch nicht so schnell finde, deswegen sammle ich die mal ein. Und nach rechts das große Gebäude können wir immer noch. Müsste ich nicht jetzt ungefähr da sein? Oder sind voll viele? Hier war doch aber eine. Ach, bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Ich sag ja, die verschwinden dann vor der Nase auf einmal. Und sie hier mit ihrem kaputten Bein... Huch. Kommen hier so ein paar schöne Pfauen. Sagt sie dazu wieder was? Nö. Nee, dann sammeln wir mal noch mehr Blumen. Ich glaube, das ist schon ganz okay. So, da ist eine Badewanne oder so. Dass sie gar keine Angst hier hat. Dann noch so eine gruselige Badewanne. Das sind doch ihre Schwestern, die sie da sieht, oder nicht? Das ist doch... Oh, jetzt hört man aber schon so ein Atmen. Das ist schon echt unheimlich. Ich finde es komisch, dass sie zu der Badewanne nichts sagt. Und was hat es damit überhaupt auf sich? Das... Ich weiß nicht, da kommen mir irgendwie so Schauergeschichten hoch eher. Das ist komisch, finde ich das. Wieso haben wir eigentlich auf einmal eine Feder? Hatten wir die vorher auch? Ach so, das ist dieses Ölopferzeug. Mhm. Okay. Je mehr sie so durch dieses Gestrüpp hier läuft, desto... Huch, da holt sie sich schon die nächste. Okay.
So, was haben wir hier? Ja, sagt sie dazu jetzt gar nichts mehr, oder? Und was sind das für Geräusche? Dieses Atmen, das ist total unheimlich. Ich mag das nicht. Das ist doch bestimmt so ein Objekt zum Einsammeln. Ich kapiere das gerade nicht, dass sie dazu gar nichts mehr sagt. Steht hier mitten im Wald eine Badewanne und ein Klavier. Interessiert sie nicht. Nee, dann ich gib's auf. Ich habe genug rumgeklickert. Hier hab's gehört. Weiß ich auch nicht. Sammeln wir nochmal hier die Blume ein. Die Blume. Wo ist sie? Da. Jetzt habe ich wieder gar nichts gemacht. Wieder von alleine. Jetzt habe ich doch die Orientierung verloren. Da ist noch was. Eine Kiste. So ein Sammelobjekt-Ding. Was macht das für einen Sinn, etwas besitzen zu wollen, wenn man sowieso nicht alles haben kann? Das weiß ich auch nicht, du. So, dann laufe ich mal zum Licht hier. Ich will jetzt endlich mal wissen, was das da hinten ist. Boah, wie lange kann man denn hier durch den Wald laufen? Krass. Um diese Dinge einzusammeln. Oh, wir gehen ins Licht. Nicht, dass wir dann tot sind oder so. Aber das ist nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. Ach, jetzt kann sie wieder nicht laufen. Das ist, was ich tolles... Ach, da ist sie wieder beim tollen Wetter. Ja, okay. Dann waren wir doch hier aber schon. Wie kann das aber gehen? Ich meine, wir haben doch neue Blumen eingesammelt. Es ist voll der verwirrende Wald. Ich glaube, je öfter wir diesem Mädchen begegnen, umso mehr holt sie uns wieder raus. Da vorne ist sie auch wieder. Ich würde sagen, immer da, wo sie ist, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Das ist doch ein guter Plan. Aber dann muss Ruby auch mal wieder ein bisschen in die Gänge kommen. Ruby geht aber gerade eher gemütlich. Ne? Warum auch laufen? Wo springt sie denn da jetzt hoch? Da ist wieder irgendwas. Ach, sie bringt die jetzt wieder weg, oder was? Ja, die bringt die jetzt wieder weg. Ja. Okay. Sie hat sie wieder zum Weg gebracht. Danke, kleines Geistmädchen. Tschüss, kleines Geistmädchen. Du bist so süß. Yippie. So, mit Ruby sind wir wieder rausgekommen. So, und damit würde ich sagen, beenden wir den ersten Part von The Path. Auch wenn ich das teilweise lustig finde, mache ich das eigentlich nur, weil ich es auch gruselig finde und unheimlich finde und... Ruby, du sollst doch nicht einfach den armen Vögeln hinterherlaufen. Du dusseliges Mädchen, du. Ich weiß auch nicht, was das für ein Spiel ist. Es ist irgendwie voll merkwürdig. Wenn sie jetzt zu dem Vogel... Kommt der Vogel wieder? Kann man den Vogel jagen? Ich weiß es nicht, aber irgendwie... Jetzt scheint auch wieder die Sonne. Vorhin war das aber richtig düster und unheimlich hier.
Ja, aber das ist so der Grund, wieso ich das auch spielen wollte. Ich will halt irgendwie jetzt auch wissen, was dahinter steckt. Ich will das irgendwie schaffen. Ich will noch mehr dieser Sachen einsammeln und würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part von The Path. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das so bisher findet. Ist es total abgehoben und strange und vergisst das Spiel, Alexis? Oder eher, ist zwar ein Indie-Spiel und es ist strange, aber es ist interessant und wir wollen alle, hey, wissen, was mit Ruby und ihren düsteren Geheimnissen so weiter los ist. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet es mit mir durch den Wald miterleben müssen. Also, bis dann. La 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 la. Tschüss, meine Freunde da draußen, meine ganzen Psycho-Freunde. Tschüss.